Taizō, also die Gymnastik zu Beginn des Trainings, ist auf die Erfordernisse des Aikido zugeschnitten. Es geht vor allem darum, den gesamten Körper zu bewegen und zu strecken, um warm, locker und beweglich das Training zu beginnen. Einige Gymnastikübungen sind auch in anderen Sportarten üblich. Wir konzentrieren uns hier auf die Übungen, die typisch für das Aikido sind. Das Atmen spielt bereits in der Gymnastik eine wichtige Rolle. Im Aikido ist die Atmung für den Fluss der Energie zentral. Systematisch werden in der Gymnastik alle Gelenke gedehnt und gelockert. Im Aikido werden viele Hebeltechniken eingesetzt. Durch Dehnübungen bereitet die Gymnastik die Gelenke darauf vor. Die Hüfte ist im Aikido die Basis aller Bewegungen. Sie wird in der Gymnastik gezielt und in jede Richtung gelockert. Aikido wird barfuß trainiert. Auch für die Füße gibt es spezielle Lockerungs- und Dehnübungen.
Im Aikido ist eine aufrechte, stabile und gleichzeitig lockere Haltung wichtig. Dabei spielen auch Bauch- und Rückenmuskulatur eine zentrale Rolle. Die Übungen für den Nacken werden häufig im Kniesitz, japanisch Saisa, ausgeführt. Speziell die Handgelenke sind im Aikido wichtig. Bestimmte Hebeltechniken werden während der Gymnastik durch besondere Übungen vorbereitet. Dabei werden die einzelnen Hebelbewegungen mit der eigenen Hand durchgeführt. Dadurch lockert und dehnt man die Gelenke. Zum Abschluss werden die Hände ausgeschüttelt. Insgesamt gibt es sehr viele verschiedene Gymnastikübungen. Wir haben eine Auswahl von Übungen gezeigt, die für das Aikido besonders zentral sind.